Wir können die Fallen sogar abreißen. Okay. Jetzt warten wir kurz auf die Heldentruppe. Die dürfte ja auch hoffentlich demnächst mal kommen. Na, wo bleibt's hier? Na, dich will ich nicht opfern. Ich will Pilze umwandeln. So. Und zwar werden wir gucken, dass wir mal die Helden einfach einkaschen. Und dann brechen wir hier zur Kanalisation durch. Na? Helden? Keine Helden, hä? Okay. I feel the need to feed. Eigentlich habe ich ja damit gerechnet, dass jetzt, wo die Leitern aufgetaucht sind, auch die Helden kommen. Weil normalerweise kommen die Helden immer kurz nach den Leitern, aber irgendwie, weiß nicht, sind sie diesmal ausgeblieben. Naja, macht nichts. Wir haben bald genug Materialien für die zweite Vorratskammer, was auch gut ist. Weil dann können wir mehr Pilze lagern und können mehr Pilze auch umwandeln. So, aber erstmal gucken wir jetzt uns diese Truhe hier oben an. Die könnte allerdings ein kleines bisschen garstig werden. Genau, ein Feuerelementar ist da. Ne, ein Feuerhexenmeister. Und zwar Stufe Fragezeichen. Au. Gut, besiegt. Und hat uns ganze 10 Gold gebracht. Sehr schön. So, ein Held für 25 Gold. Und wir hätten genug für das dritte Squad. Was schon mal auch nicht schlecht wäre. So, mein Schmied arbeitet hier. Gut. Ihr stoppt mal hier und geht essen. Nur Baal kann mal in diese Richtung gehen. Falls hier doch mal jetzt bald Helden auftauchen sollten. So, die hauen ordentlich rein. Ich finde es ja lustig, dass da ist ein Kübel mit Pampe und rauskommen irgendwelche, naja, mehr oder weniger interessante Essen. Und der hämmert hier in den Fleischfässern rum. So. Begeben wir uns mal wieder hier hin, für den Fall, dass wirklich noch Helden kommen. Und währenddessen schicken wir mal meinen Arbeiter los. Er soll hier durchbrechen. Damit wir in die Kanalisation kommen können. So, Trupp 2 ist auch satt. Das sieht man übrigens daran, dass sie jetzt so orange leuchten. Dass es ihnen gut geht. So. Weg ist frei. Du ziehst dich mal zurück. Kannst du nicht mehr. Du bist nämlich jetzt tot. Deswegen holen wir gleich mal Ersatz für dich. Am besten noch einen gleich. So, und jetzt hauen wir uns hier durch die Kobolde und durch das Skelett durch. Und öffnet die Truhe. Dort müsste nämlich noch sein Feuermagier drin sein. Oh, wir haben nicht genug Mana für den. So, nochmal 10 Schätze. Sehr schön. Okay, gehen wir in die Kanalisation rüber. Können wir einfach durch das Portal. Damit sind wir übrigens dann raus aus unserem eigenen Dungeon.
Oh, wir haben wieder zu viel Pilze. So. Jetzt können wir die zweite, den zweiten Lagerraum in Auftrag geben. Sehr schön. Gut, wir sind in der Kanalisation angekommen. Und hier werden wir nicht nur auf Helden treffen. Who are you and what are you doing here? By your appearance, I'd say you're a priestess of Crypta, suffering from an acute death wish. Well, hello to you too, babyface. You can call me Scorazia, and yes, I'm a disciple of the goddess of death, though no longer a priestess. The sisterhood banished me, said I've grown too dark-minded and malicious. So, now you want to die because you feel rejected and alone, or are you just stupid? I'd bet on the latter. According to the first law of Uncle Grima, there is no such thing as a female who is both attractive and smart. Maybe so, but on the other hand, you make it painfully clear that men who are both ugly and stupid are no myth. Me and my scythe could decimate the whole operation without breaking a sweat. Even better, I could make that little imp of yours do the job for me. You see, I happen to own the locket of demonic domination. I heard about that trinket in school, even read about it in some dreary book by Lord Eudric Razenthel. It's supposed to let its wearer control minor demons or some such. Anyway, I know that you are lying. That locket was lost during the War of the Noses centuries ago. It was it? Demon, play dead. Demon, slay. Well, all right, perhaps the theories of Uncle Grima and Lord Razenthel weren't entirely watertight. So what? I am not afraid of you. Well, maybe a little, but that's not the point. You still haven't told me what you want. I'm kind of busy, executing a really awesome plan for world domination. I shan't trouble you for long. I'm here to propose a business transaction of sorts. You see, I came to Babarbia to retrieve a family heirloom that was stolen from my father by a wealthy merchant named Bartholomew Onazi. Unfortunately, he keeps it in a heavily guarded chamber beneath his estate. And you want me to get it for you? What's in it for me? Well, first of all, my friendship, which is a hell of a lot nicer than the alternative. Second, I can give you this cat of mine. All right, you've got a deal, but no trickery. A new power is rising. Its victory is at hand. You don't want to get off on the wrong foot with the power of ultimate evil, do you? Yeah, you're evil, all right. Why not grow a mustache? A small, square one. I'll show you the location of both the Onazi residents and my campsite, so you can call for me when the job is done. Break a leg. Or two. Death Slayer, I think we must do what the priestess asks. How am I there yet? Wouldn't want her to use that locket to make you kill me. Anyway, you can reach that Onazi though yourself by coming from our dungeon. I've highlighted where to start and suggest you head out right away. I have wings, don't I? Ja, wir haben eine Nebenquest gekriegt. Und zwar auf die eine ziemlich brachiale Methode. I have wings, don't I? Und zwar ist eine sehr interessant aussehende Priesterin von Krypta. Das sind die Verehrer des Todesgottes, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Hier bei uns eingedrungen und wollte uns dazu benutzen, den Tölpel abzumurksen. Da hätte ich eigentlich nicht viel dagegen gehabt. Ohne den sind wir besser dran. Aber nein. Wir brauchen einen Führer, der uns ein bisschen hilft. So. Für diese Priesterin sollen wir allerdings jetzt eine Aufgabe erfüllen. Nämlich diese Truppe hier aus dem Weg schaffen. So, so. So. Und ihr einen Gegenstand wieder beschaffen, der ihr gestohlen wurde. Also müssen wir uns nur hier durchgraben. Die Kiste zertrümmern. Die hier zertrümmern. Und dann geht das Ganze schon irgendwie.
So, hau dich mal durch. Dankeschön. Life. What's the point anyway? So, Barrikade zerstören und drauf. Auf die Halbstarken hier. Einmal blitzen. So, wie sieht unsere Truppe aus? Sieht noch einigermaßen okay alles aus. Jawohl, Missionsziel erreicht. Und wir haben sogar Stufe 3 Truppen jetzt gekriegt. Ja, er ist Stufe 3. Er ist Stufe 3. Und er auch. Und wie man sehen kann, jetzt da das Squad auch Stufe 2 erreicht hat, haben sie beide diese Fähigkeiten gekriegt. Out of the pit into a hellhole. Sehr schön. Also ja, das ist wahrscheinlich das, wovon die Gruppen abhängen. Gut. Ja, die Bogenschützin haben wir jetzt ins Gefängnis gesteckt. In 25 Sekunden. Ja, sie kann sich glücklich schätzen. Sie muss nur 25 Sekunden in diesem Loch hocken bleiben und dann ist sie frei. Und wir kriegen etwas Gold. Ist die bessere Alternative, als hier einfach gemoscht zu werden und ausgezogen zu werden, dass sie einfach die Materialien hier drin landen. Haben die gar keine Mats gedroppt? Das wäre aber schade. So, genau, die Bogenschützin ist weg und wir haben Schätze. Ah, und neue Leitern. Mich wundert es echt, dass noch keine Helden gekommen sind, um uns anzugreifen. So, holt mal jemand das Geld ab. Jawohl, das wurde abgeholt. Oh, und wir haben doch Materialien gekriegt. Sehr schön. Oh, wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Ist egal. Die werden jetzt gemoscht. Und bringt uns neue Materialien. So. Wir haben genug Gold für einen dritten Squad. Da kommst du jetzt erstmal rein. So. Jetzt will ich mal gucken und ein paar Schreckensfürsten ausbilden. So. Und noch mindestens einen Priester. Und mal herum experimentieren. Also, wenn ich statt dem Berserker einen Schreckensfürsten hier rein tue, genau, kriegen wir ganz andere Sachen. Nämlich Truhen brechen. Panzerbrecher. Reduziert bei jedem Angriff feindlichen Rüstungsschutz. Und Einheiten überfallen, erhalten am Überfallort 10% mehr Schätze. Okay. Wenn ich den da an der Stelle reinpacke. Wenn ich den da reinpacke, dann kriegen wir mehr Materialien. Aha. Wenn ich ihn da reinpacke, kriegen wir... Oh, nur das hier. Trübung. Aha. Und so kriegen wir Robust. Ah ja. Oh, das Level unseres Trupps ist übrigens wieder auf 1 gesunken. Wieso das denn? Sag bloß, das sinkt auf 1, wenn wir da eine 1er Einheit reinpacken.